Mein Name ist Thorsten Maas. Ich bin Markus Bauer. Christopher Platt. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in Hechingen am Fuße der Schwäbischen Alb und bin über den Fußball 2002 zum Profi-Mountainbiker gekommen. Ich wohne in Kirchzarten und fahre seit 2006 Mountainbike. Ich komme aus Wettenberg bei Gießen und Radsport betreibe ich seit 2007. Mein Vater hat mich zu einem ersten Mountainbike-Rennen angemeldet. Ja, dann habe ich Feuer gefangen und hat sich dann so reingesteigert. Meine Ziele sind die Weltmeisterschaftsqualifikation, also einmal in der Weltmarathonserie unter die Top 20 zu fahren. Und ein großes Ziel ist es, bei der Deutschen Meisterschaft in die Top 10 zu kommen. Für dieses Jahr bin ich neu im Kreidler Werksteam. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auf die Rennen mit dem Christopher und mit dem Thorsten. Zwei super Typen, wir haben immer viel Spaß zusammen und es wird sicher eine witzige Saison. Und ich glaube auch vor allem, dass die Erfolge nur mit Spaß kommen und deswegen versuchen wir vor allem einen tollen Auftritt hinzulegen und dann kommen die Erfolge von selbst. Meine Ziele in diesem Jahr werden sein die World Marathon Series. Da möchte ich mich gerne unter den Top 10 etablieren. Dann stehen die Europameisterschaften an in Singen und was ein ganz großes Ziel in diesem Jahr für mich sein wird, sind die deutschen Meisterschaften im Herbst, wo ich eine Medaille anstrebe. Das Fahrgefühl mit dem Hardtail ist genial, das 29er läuft super ruhig in den Kurven und ich habe immer das Gefühl, dass es einen super Bodenhalt hat, wenn ich das Fahrrad in die Kurve drücke. Das macht extrem Spaß. Bergauf geht es auch richtig vorwärts, schön leicht, cooles Fahrrad. Kreidler war schon immer eine Rennsportmarke, allerdings im motorisierten Bereich. Rennsport bedeutet für das Hause Kreidler immer große Leidenschaft. Mittlerweile ist Kreidler wieder in den Rennsport eingestiegen, allerdings in den Mountainbikesport. Mittlerweile sind wir dann der Motor und ich bin wirklich stolz, diese Rennsportgeschichte mit weiterzuschreiben. Boah, super hartes Rennen heute, ey. Ich war gut dabei. Leider habe ich dann auf Platz 10 liegend in der
ja, so bei Kilometer 60 leider einen Plattfuß gefahren und musste reparieren, aber ich gut zurückgekämpft und bin schlussendlich 12. geworden. Damit bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Die nächsten Wochen stehen noch wichtige große Rennen an und dann geben wir nochmal Gas und ändern auf jeden Fall das Podium demnächst. Erster Marathon und ja, war lang, hart und das Rad war geil.